Wie lange hast du gebraucht, bis du so gut Deutsch konntest, dass du wusstest, okay, ich komme jetzt klar in Deutschland, ich kann alles alleine machen. Ja, und hast du zum Schluss, Zart, vielleicht noch zwei, drei Tipps für die Zuschauer? Wann und warum bist du nach Deutschland gekommen? Es gibt viele Probleme in meinem Land. Ich brauchte ein Jahr, um mir selber zu vertrauen, Deutsch zu sprechen. Was mir nicht so gut gefällt, die deutsche Bürokratie. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch. Und zwar ein Interview mit meinem alten Schüler Saad. Ja, Saad, kannst du dich einmal kurz für die Zuschauer da draußen vorstellen? Zuallererst, ich möchte mich bei dir bedanken, Benjamin, für die kleine Interview, und ich möchte auch natürlich die Zuschauer begrüßen. Und ich hoffe, dass ich eine kleine Motivation für euch sein kann, um schnell Deutsch zu lernen. Ich heiße Zaz Lehmann, ich bin 26 Jahre alt, ich bin seit 4 Jahren in Berlin und ich bin verheiratet, habe eine Tochter und zurzeit arbeite ich im Rettungsdienst. Ja, Saad, und was machst du gerne in deiner Freizeit? In meiner Freizeit ich sehr gerne Fan und gucke Fußball und spiele PlayStation. Und wenn du sagst, du guckst Fußball, welche Mannschaft ist deine Lieblingsmannschaft? Meine Lieblingsmannschaft ist Real Madrid. Okay. Meine Lieblingsmannschaft ist Bayern München, obwohl ich aus Berlin komme. Ja, Sat, die nächste Frage ist, wann und warum bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen. Und warum? Es gibt viele Probleme in meinem Land und weniger Arbeit. Die Regierung ist sehr schlecht mit dem Volk und natürlich auch andere Gründe. Aber wenn ich die Gründe erzähle, es wird sehr lang. Vielleicht kannst du kurz so ein bisschen erzählen, wie war der Anfang für dich in Deutschland? Welche Probleme hattest du? Welche Schwierigkeiten hattest du? Wie war die Zeit für dich? Alle Anfänge sind immer schwierig. Jeder weiß das selber. Neue Sprache, neuer Land, auch neue Kultur. Aber allerschwierigsten war die Sprache natürlich. Und auch in einem Heim wohnen. Du hast am Und Anfang hast du in einem Heim gewohnt. ja, ich habe in einem Heim gewohnt und war auch ein bisschen schwierig, dass du selber nicht zum Arzt gehen kann oder irgendwo gehen kann. Und natürlich hat man noch keine Freunde und Familie, es ist weit und Das heißt, am Anfang brauchtest du auch viel Hilfe, weil du nichts richtig alleine machen konntest. natürlich. Ja, Ja, das okay. war richtig ein bisschen schwierig, dass man selber etwas machen kann. Ja, und was viele da draußen wahrscheinlich auch interessiert, die jetzt auch gerade Deutsch lernen, wie lange braucht man denn, um diese Sprache zu lernen, ne? Also deshalb die Frage, wie war das bei dir? Wie lange hast du gebraucht, bis du so gut Deutsch konntest, dass du wusstest, okay, ich komme jetzt klar in Deutschland, ich kann alles alleine machen, ne? Ich brauchte ein Jahr, um mir selber zu vertrauen, Deutsch zu sprechen. Ein Jahr. Okay, das ist gar nicht so lange. Also für die, die da draußen sitzen und sagen, Deutsch ist eine super schwierige Sprache, die kann man nicht lernen. Saad hat ein Jahr gebraucht und ich war ja damals dabei und nach einem Jahr konnte er schon echt gut Deutsch sprechen. Ne? Und was war für dich am schwierigsten, ja, von der deutschen Sprache? Ja, waren es, weiß nicht, Artikel oder war es die Aussprache, war es die Grammatik? Ja? Womit hattest du am meisten Probleme? Natürlich Artikel. Glaube ich, die Zuschauer haben auch Schwierigkeiten mit Artikeln. Ja, ich glaube, das kennt jeder da draußen, ne? Die deutschen Artikel, das System ist chaotisch, ja, und es ist sehr, sehr schwierig, super korrektes Deutsch zu sprechen, weil du natürlich immer den korrekten Artikel brauchst, ne? Aber das kommt auch mit der Zeit so ein bisschen automatisch, ja? Also Ja, kommt automatisch. das musst du gar nicht so hart lernen, ne? Das ist irgendwann, ja, bekommst du vielleicht auch ein Gefühl dafür. Wie ist das bei dir jetzt? Hast du so ein Gefühl, welcher Artikel der richtige ist, dass du es einfach manchmal weißt? Ich verwende manchmal keine Artikel, wenn ich nicht sicher bin. Okay. Ich verwende keine Artikel. Okay, das ist deine Ja, Taktik. Wenn du dir nicht sicher bist, lässt du den Artikel einfach lese weg. den Artikel. Okay. Sowieso, die verstehen mich.
Ja, Sad, und vielleicht hast du noch so ein, zwei, drei Tipps. Was hat dir besonders geholfen auf deinem Weg, die deutsche Sprache zu lernen? Neben meinem Kurs habe ich bei der Berliner Tafel ehrenamtlich gearbeitet und das hat mir total geholfen, mit Deutschen Kontakt zu nehmen, Deutsch zu sprechen, Alltag und ich will auch das Team bei der Berliner Tafel Reinickendorf begrüßen und sagen vielen Dank und das hat mir richtig geholfen und das war dank euch, dass ich so richtig Deutsch sprechen kann. Ja, Saad, und vielleicht kannst du uns kurz noch sagen, wie ist deine Wohnsituation jetzt? Du hast ja lange in einem Heim gewohnt. Hast du jetzt eine Wohnung? Und wenn ja, wie lange hast du gebraucht, um die Wohnung zu finden? Ich brauchte 3 Jahre, um die Wohnung zu finden. Meine Wohnung ist der 62 Quadratmeter, eine Zweizimmerwohnung mit Balkon, Küche und Super. in einer schönen Bezirk. Aber du hast 3 Jahre gebraucht, um die Wohnung zu finden, Ja, ne? Ja, ich glaube, es ist das richtig. kennen viele Zuschauer da draußen auch, ne? Ja, war richtig schwierig. Die Wohnungssituation in Berlin ist gerade sehr, sehr schwierig. Es gibt wenig Wohnungen und vor allem wenig günstige Wohnungen. Aber wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr weitermacht, so wie Saad, früher oder später bekommt ihr eine Wohnung. Ein Tipp für euch, niemals aufgeben, immer weitermachen. Ja, ganz genau. Ja, Saad, und vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte zu Berlin sagen. Was gefällt dir hier? Was gefällt dir nicht? Wie findest du die Stadt? Was mir in Berlin gefällt und was die großen Vorteile für Berlin sind, Berlin ist Multikulti. Es gibt in Berlin auch viele Parks und auch das Leben in Berlin ist sehr günstig. Vergleich zu anderen Großstädten wie Paris oder London ist Berlin echt noch relativ günstig. Und das stimmt auch. Berlin ist sehr, sehr grün. Es gibt hier sehr viele Parks. Das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt in Berlin. Ja. Und gibt es etwas auch, wo du sagst, ja, das gefällt mir nicht so gut? Was mir nicht so gut gefällt, die deutsche Bürokratie. Die deutsche Bürokratie. Ja. Ja gut, das kennt ihr wahrscheinlich auch da draußen. Ja, die deutsche Bürokratie ist manchmal sehr nervig, aber nicht nur für Ausländer, auch für Deutsche. Ja, das ist halt ein großes Land und das ist halt organisiert, wie es organisiert ist. Ja, aber das ist manchmal natürlich total nervig. Ja, Sat, und gibt es etwas, was du vermisst aus deiner Heimat? Irgendwas, was dir hier in Berlin fehlt? Was ich aus meiner Heimat vermisse, natürlich meine Eltern, Geschwister und Freunde. Eltern, Geschwister und Freunde. Ja, ich höre so von vielen Schülern, höre ich oft, dass sie zum Beispiel sowas wie Essen oder das Wetter vermissen, weil das Wetter in Berlin natürlich ganz anders ist als im Irak oder in Syrien. Wie ist das für dich? Für mich, meine Frau kann natürlich gleiche Essen kochen hier in Berlin kochen. Es gibt keinen großen Unterschied. Aber das Wetter, das gefällt mir natürlich besser in Deutschland. Das gefällt dir besser in Deutschland. Ja, Ah ich ja. heiße Wetter mag ich nicht. Und deswegen im Irak ist es sehr, sehr heiß. 50, 40, 45, 55 Grad, das mag ich nicht. Ja, okay. Deswegen bei mir lieber kalte Wetter. Und wo wir jetzt gerade über dein Land reden, denkst du manchmal, dass du vielleicht irgendwann, nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren, zurück in den Irak gehst und dort lebst? Im Irak wieder zu leben, natürlich nicht, aber vielleicht Urlaub kann ich im Irak Urlaub machen. Das heißt, das ist für dich ganz klar, im Irak wirst du nie wieder leben. Nie wieder leben, Ja? aber nur, dass ich meine Eltern, Geschwister und Freunde sehen möchte, mache ich Urlaub, ne? Okay. Was denkst du über die Deutschen? Was denkst du so über ihren Charakter? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Aus meiner Erfahrung, die sind sehr nett, offen und hilfsbereit. Wenn man positiv ist, trifft man nur positive Menschen. Ja, da ist was dran, ne? Ja. Ja, also es hängt auch ein bisschen von euch selbst ab, welche Erfahrungen ihr natürlich macht, ne? So. Und Saad macht sehr viele positive Erfahrungen, weil er auch sehr offen ist und sehr positiv, und immer eine gute Einstellung hat. Ja, Saad, du hast am Anfang schon erwähnt, du arbeitest gerade im Krankentransport. Das heißt, du transportierst kranke Menschen zu Krankenhäusern und zu Praxen, ne? Da würde mich interessieren, ist das dein Traumberuf oder möchtest du gerne noch etwas anderes in Deutschland machen?
Nein, aber das ist der erste Schritt von meinem Traumberuf. Notfallsanitäter. Unbedingt. Ich möchte später machen eine Ausbildung zu Notfallsanitäter. Vielleicht bei der Berliner Feuerwehr oder später auch Bundeswehr Das heißt, arbeiten. dein Traumberuf, also du möchtest gerne im Gesundheitswesen bleiben. Ja, ich möchte Ja. unbedingt im Gesundheitswesen bleiben. Und kannst du mir vielleicht kurz noch sagen, was interessiert dich da so? Warum möchtest du gerne in diesem Bereich arbeiten? Menschen zu helfen, es gibt mir gutes Gefühl. Das heißt, wenn du Menschen hilfst, dann bist du glücklich. Ja, Ja, bin das. ich richtig glücklich. Okay, Das ist super. ein guter Grund, oder? Ja, das ist ein sehr guter Grund, ja? Ja, und eine letzte Frage habe ich noch für dich, Saad. Was würdest du machen, wenn du reich wärst? Also wenn du sehr, sehr viel Geld hättest? Zuallererst, ich würde meine Familie nach Deutschland holen und meine Freundin unterstützen, die Unterstützung brauchen. Und am Schluss vielleicht kaufe ich mir ein Auto und ein Haus. Ja, wenn du sagst, du kaufst dir ein Auto, interessiert mich direkt, was für ein Auto würdest du dir gerne kaufen? Ich hätte gerne einen Toyota kaufen. Ein Toyota? Ja. Ja, das ist komisch. Ich hätte jetzt gedacht, ein BMW oder ein Mercedes. Warum? Warum ein Toyota? Mercedes finde ich das für klassische Menschen und BMW Du ist meinst es für so ein bisschen ältere Menschen? für ältere Menschen, ja. Und BMW für sehr junge, die Gas geben möchten. Das ist Okay. BMW und Toyota finde ich auch eine normale Auto von einem normalen Mensch. Das ist ein normales Auto für einen normalen Mensch, ja. Ja. Das stimmt. Und du hast auch gesagt, du würdest dir gerne ein Haus kaufen. Wo würdest du gerne, wo dieses Haus steht? Ich möchte gerne natürlich in Berlin ein Haus kaufen, in Reinickendorf, wo ich auch zur Schule gegangen bin und wo ich auch mal die ersten 3 Jahre in Deutschland verbracht habe. Ja, und hast du zum Schluss, Saad, vielleicht noch zwei, drei Tipps für die Zuschauer? Was können sie machen, wenn sie Deutsch lernen wollen? Was ist wichtig für dich? Was denkst du? Aber selbstverständlich, für die Zuschauer, die Deutschland ist ein Prozess. Kann man von heute auf morgen nicht lernen, natürlich. Lasst euch Zeit und macht ihr nicht viel Stress, dass ihr jetzt sagt, ja, in 2 Wochen ich spreche so gut Deutsch, ich muss mir jetzt Mühe geben. Zu Hause machen die Hausaufgaben und könnt ihr vielleicht statt, dass ihr 3, 4 Stunden mit ihr Hände spielt, könnt ihr auch natürlich vielleicht halb Stunde etwas gucken im YouTube, was ihr vor Thema morgen hat in der Schule und so langsam und versuchen auch bitte natürlich draußen ein bisschen durchzusprechen. Wenn ihr jemand zu Hause hat, versucht natürlich zusammen ein bisschen üben. Das waren meine Tipps für deine Zuschauer. Ja, ich glaube, da sind ganz wichtige Tipps dabei. Also erstmal wirklich nicht vergessen, dass die deutsche Sprache nichts ist, ich würde sagen jede Sprache, dass es ein Prozess ist, dass ihr nicht super motiviert seid und 2 Wochen später total enttäuscht. Ich denke, das ist super wichtig. Und dann aus meiner Erfahrung als Lehrer kann ich sagen, es sind eigentlich drei Dinge. Geh zum Deutschkurs, mach deine Hausaufgaben. Und sprich ein bisschen Deutsch draußen. Wenn du das ein Jahr lang machst, garantiere ich dir, kannst du auch Deutsch sprechen. Richtig? Ja, richtig. Okay. Absolut. Ja, Leute, dann sind wir jetzt am Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr habt vielleicht sogar ein paar neue Wörter gelernt oder ein bisschen Grammatik. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt das gerne in den Kommentaren. Dann frage ich noch andere Schüler und mache vielleicht hin und wieder mal ein Interview mit denen. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und Zart, hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Mehr Tipps habe ich nicht für euch. Die Tipps habe ich schon euch gesagt. Und ich möchte natürlich bei Benjamin bedanken für die tolle Interview, Benjamin. Zart, ich bedanke mich bei dir. Das war's. Wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Mehr Videos gibt es hier. Und hier könnt ihr meinen Channel abonnieren.